Herzlich willkommen zum 36. Dogfest München. A very warm welcome to the 36th International Dogfest Munich. Dieses Jahr als Online-Edition Dogfest at Home 2021 aus dem Silbersaal des Deutschen Theaters, einer unserer üblichen Spielstätten. Mein Name ist Daniel Lang und ich moderiere heute diesen Doglive-Film-Talk zum Film Erwin Olaf, The Legacy, des Direktors, des Regisseurs Michiel van Erp, der leider heute nicht bei uns sein kann. Der Film feiert beim Dogfest seine internationale Premiere in der Sektion Dog Panorama. Ich habe heute bei mir meine Co-Moderatorin Monika Haas. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie doch die bitte in unseren Chat und Moni wird die aufnehmen. Ab Freitag, dem 14. Mai, beginnt in der Kunsthalle München die Ausstellung Erwin Olaf unheimlich schön. Und deshalb freue ich mich, den Direktor der Kunsthalle der Hypokulturstiftung, Roger Diederin, hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Und natürlich den Fotografen Erwin Olaf. Hallo. Hallo. Erwin, zum Film als allererstes. Könntest du uns etwas über die Entstehung des Filmes erzählen? Also kam Michiel van Erp auf dich zu oder war das deine Idee? Ja, nein. Das war zu sehr hochmutig sein, wenn ich das Idee habe. Nein, es ist die zweite Film, den Michiel gemacht hatte über mein Existenz und Leben. Und die erste war 10 Jahre bevor. Und dann nach 10 Jahren kam er wieder und sagte, ich will noch einmal dich ein Jahr folgen. Und da habe ich ja gesagt. Und, naja, weil unser Verhältnis war auch gewachsen in die 10 Jahre. So. Und dann habe ich gesagt, du bist willkommen. So, komm mal. Und war es klar, dass es um das Erbe gehen wird, also das fotografische Erbe? War das von Anfang an klar? Nein, nicht für mich, okay. Vielleicht für ihn. Mhm. Aber ich will auch nicht alles wissen von dem Regisseur, weil dann fühlt man sich beschränkt. Mhm. Er muss machen, was er machen will. Mhm. Und ich bin sein Opfer. Es geht um Vertrauen, doch, im Anfang. Und das Vertrauen war da. Und das war da, weil ihr schon eine Beziehung hattet? Das, weil der erste Film war auch, hat mir auch gefallen, obwohl ich finde, dass die Legacy, da bin ich, ja, das finde ich, seine Arbeit super gut. Mhm. Das ist seine Verdienste. Mhm. Ja. In dem Film geht es ja auch, also thematisch ums Altern, um Krankheit, um den Tod, aber genauso gut, also genauso auch um Liebe und Leidenschaft und auch um Rebellion. Wie fühlt es sich dann für dich an, wenn der Film fertig ist und du den vielleicht auf einer großen Leinwand siehst? Was für Emotionen weckt es dann in dir, dich selber zu sehen? Na, das ist sehr schwierig für mich, um zu erklären, was ich dann fühle, weil ich bin, an einer Seite bin ich, habe ich viel Emotionen, aber wenn ich mich selber anschaue, dann bin ich kalt, dann bin ich von Stein. Ich weiß nicht, was ich habe, aber das bin ich nicht. Das ist ein Subjekt, das ist ein Mann und mit Emotionen und so. Und ich gucke mehr als, aber das ist schön getan, aber das ist ein guter Schnitt oder was ein guter Kamerastandpunkt oder so etwas. Ich gucke niemals nach Erwin Olaf, das muss ich mal ehrlich sagen. So, aber insgesamt finde ich die Film poetisch, ein Gedicht. Und das finde ich super gut daran. Und dann bin ich ja ein Unterteil davon. Ja, ja, also es ist eine Facette. Ja, ja, und da ist ein Moment darin, das hat mich sehr emotioniert. Und das fand ich so ein gutes Symbol, weil dann, da ist das Moment, dass ich mich verabschieden soll von meiner Mutter. Und dann gehen wir nach Amerika und dann das einzige Moment, das ich super emotioniert war, da sieht man die Flag von den Vereinigten Staaten in Slow Motion, so ein bisschen. Und dann dachte ich, ja, das geht über Leben, über Tod und das
alles kommt zusammen in die Film für mich in das eine Shot von einer Sekunde und nicht meinen eigenen Kopf. Roger, am Freitag eröffnet eine große Werkschau von Erwin Olavs Arbeiten. Ein großes Glück, dass die Museen wieder öffnen dürfen, wir wieder Besucher quasi empfangen dürfen am Freitag. Wie kam es zu der Idee der Ausstellung? Ich war vor 2 Jahren in den Niederlanden und war zufällig in Den Haag. Und da lief zufällig eine große Ausstellung über Erwin Olavs Schaffen. Als ich in den 80er Jahren in Amsterdam studiert habe, habe ich seine frühe Arbeit schon wahrgenommen, bin dann aus den Niederlanden weggegangen, nach USA und so weiter, habe seine Karriere überhaupt nicht verfolgt. Aber als ich dann diese große Ausstellung in Den Haag gesehen habe, war ich sehr überrascht, wie er sich entwickelt hat, die Vielfalt, die Themenvielfalt von den frühen schwarz-weiß journalistischen Arbeiten zu sehr gestylte, inszenierte Fotografien. Also das hat mich sehr getroffen. Und mir war bekannt, dass er in den Niederlanden sehr bekannt ist und war überrascht, dass das eigentlich in Deutschland überhaupt nicht der Fall ist. Aber was für mich den Durchschlag gegeben hat, zu sagen, okay, jetzt möchte ich Erwin Olav in München zeigen. Es gibt 10 Millionen anderen Fotografen oder Künstler, die man auch wählen könnte, ist doch die Botschaft, die er mit seiner Bilder und über seine ganze Karriere durch vermitteln möchte. Und es sind Themen, die uns alle betreffen, schon in den 80er Jahren und vielleicht fast noch mehr heute. Es geht um Rassismus, Gleichberechtigung, Umweltthematik. All das steckt in diesen Fotografien, die im ersten Blick sehr zugänglich sind, sehr ästhetisch, sehr schön, aber dann immer einen Bruch haben und man bleibt visuell hängen, aber man weiß nie, was ist jetzt hier wirklich, was passiert hier wirklich. Und das, dieses, glaube ich, dass der Zuschauer irgendwie gegriffen wird, hat man nicht sehr oft, auch in der zeitgenössischen Kunst. Und da habe ich für mich die Überzeugung gehabt, okay, das möchte ich in München zeigen und so ist es dann zur Zusammenarbeit gekommen. Und wie lang war der Vorlauf? Also wann war eigentlich, nachdem ich diese Ausstellung gesehen habe, bin ich zurück nach München gekommen und sage, oh, das wäre vielleicht was für uns. Und dann haben wir ganz schnell Kontakt aufgenommen, zuerst mit den Kollegen im Kunstmuseum Den Haag und die haben uns dann gleich mit dem Studio in Verbindung gesetzt. Und dann ist Erwin sehr schnell danach nach München gekommen, um die Räumlichkeiten mal zu sehen. Und dann haben wir angefangen zu reden, wie könnte eine Ausstellung ausschauen, haben neue Werkauswahl gemacht, also das ist 1,5 Jahre. Und dann habe ich ihm auch gebeten, neue Arbeiten speziell für unsere Ausstellung zu machen. Und das ist dann noch ein ganz anderes Projekt geworden. Und dann ist er ein paar Mal nach München gekommen und dann auch für das Shooting. Darüber reden wir genau. Nochmal gleich in Detail. Genau, ja. Erwin, im Film sagt dein Arzt dir, du sollst kürzer treten, du sollst weniger machen. Sagt er immer. Sagt er immer. Es scheint aber, dass das Gegenteil passiert. Also du arbeitest, es gibt neue Arbeiten, es gibt Ausstellungen. Was treibt dich an? Was ist da der Motor? Na, was soll man dann machen? Auf die Sofa sitzen und warten? Nein, ich weiß nicht, natürlich habe ich meine Lunge, die limitieren meine Handlungen, aber ich habe ein super Management und fabelhafte Mitarbeiter.
Und ich habe Ideen und ich habe, ja, ich fühle dann, weißt du, man, die Kopf und das Körper, das sind verschiedene Sachen. Mhm. So, hier denke ich etwas und dann habe ich es schon gemacht und dann fange ich an und dann, so, und dann kann man nichts. Aber das, ja, dann stoppe ich ein bisschen und dann gehe ich wieder mal und wieder mal. Weil ich denke, es, ja, was ist noch schöner dann arbeiten an, mit meiner, was ich kann, mit Fotografie, mit meiner Kunst. So, ich finde das kein Argument, um das schlechte Lunge, naja, dann gehen wir mal nicht arbeiten. Ja. Da finde ich kein, man speziell, wenn man so, dass, es, dass ich so glücklich bin, dass ich, wenn ich jung war, dass mir jemand mir eine Kamera gegeben hat und sagte, du soll mal versuchen zu fotografieren, weil ich war in die School of Journalism. Mhm. Und das war nicht, was ich, das gefällte mir nicht, weil ich kann nicht gut schreiben. Und dann, und dass man, wenn man 19 ist oder 20, weiß ich, dass man etwas tut und das kannst du, das, da hast du das Talent dafür. Ja, da kann man doch nicht mit aufhören. Und auch, ich verdiene mein Geld damit, ich lebe ein goldenes Leben. Ich habe schöne Ausstellungen, ich habe Treffen mit Leuten, die fabelhaft sind, die Modellen, die Akteurs, alles so. Ich habe so viele Abenteuer und da habe ich gar keine Lust, um auf meinen Arsch zu sitzen. Sagt man das auf Deutsch? Das sagt man so. Gut. Auf Deutsch. Moni, gibt es schon Fragen, ja, des Publikums? Ja, es gibt eine Frage, die spoilert ein bisschen den Film, aber das macht nichts, weil ich glaube, alle haben ihn eh gesehen. Die Frage bezieht sich auf die Hängung der Fotografien von dir, Erwin, im Rijksmuseum und die Frage ist, ob es was anderes, was Ähnliches geplant wäre, was Vergleichbares in einem Museum irgendwo hier in Deutschland oder irgendwo anders. So wie ins Rijksmuseum? Ja. Na nee, so groß bin ich nicht in Deutschland. Also, das ist sehr speziell gewesen, dass das Rijksmuseum hat dann ihre Malerei in Vergleich neben meine Bilder kam. Und da muss man noch 10 Jahre mindestens die Seelen und die Herzen von der deutschen Bevölkerung erobern. Ne? Das kann ich nicht so machen. Erst dies. Und da bin ich schon super stolz auf. Wie kam das an beim Publikum, diese Gegenüberstellung im Rijksmuseum? Ich denke, war erfolgreich. Es war, ich kann das nicht sagen, weil ich weiß nicht, was Leute denken, aber was ich so gelesen habe und die in der Zeitung und so und gehört habe, dann war es sehr, war sehr positiv. Und das, ich finde, das, was ich sagen wollte über die Ausstellung ins Rijksmuseum, das war gar anders dan eine Ausstellung, die man normalerweise macht. Aber da war ich sehr, das war sehr, weil ich bin oft inspiriert, nicht so sehr mehr bei Fotografie, aber die Malerei, die alte, die neue, das könnte auch abstrakt sein, das gibt mir viel Inspiration. Mhm. So deswegen war es ein super Kompliment. Mhm. Und hoffe ich auch, wenn man die Tradition von der alten Malerei, holländische Goldene Age, Goldene Zeitalter, Goldene Zeitalter guckt, und dann nach die Fotografie von dem 20. Jahrhundert, dass da auch eine Verbindung gemacht werden kann. Und das dachte ich, das ist gelungen in die Ausstellung. Inspiration ist ein gutes Stichwort. Du hast eine neue Serie von Bildern für diese Münchner Ausstellung jetzt geschaffen, Im Wald heißt sie. Danke ich Roger dafür. Ja, wie kommt es, also du hast ein Thema, es ist Im Wald. Ja. Wie kommt es zu den einzelnen Bildern? Wo kommt die Inspiration her? Musst du zur Location gehen oder denkst du vorher drüber nach? Wie ist der Prozess? Nein, ich weiß noch genau, wir hatten ein Treffen über die Ausstellung und Roger und Anja Huber, der Konservator, hat gesagt, wir wollten gerne, dass du etwas Neues machst. Und deswegen haben wir ein Tag organisiert, um zu schachen, das Jachthütte der Ludwig II., König Ludwig II., zu gehen.
Und ich denke, dass Roger dachte, das inspiriert Erwin, Ludwig II. Aber ich finde Ludwig II., de König, das finde ich eine super Figur, aber ich zerbrenne meine Hände nicht gerne an ihm, weil er ist so oft gebraucht in der Kunst und in den Filmen. Aber auf dem Weg dann nach oben mit zwei Foster, das war so für mich so super interessant, weil in Holland, das ist ein kleines Land mit vielen Leuten, da gibt es keine Natur mehr, dass man sagen, hundertprozentig Natur ist. Da ist immer etwas Menschliches überall. Ne? Und, aber hier gibt es noch so viele Jahre, lass mal sagen, hunderte Jahre alte Natur. Und ich war, ja, war überrascht, ich war auch emotioniert. Und dachte, ja, wir sind so hochmutig heutzutage, wie Menschheit. Und wir gehen überall und wir denken, dass die Natur uns dienen soll. Aber nein, wir sind Unterteil, ein kleines Unterteil. Und das wollte ich dann. Und ich muss mal ehrlich sagen, dass von diesem Moment ab verstand ich die romantische und symbolische Malerei in Deutschland von dem 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Weil das niemals, wenn ich im Museum gehe, hatte ich einen Klick damit. Und dann dachte ich, jetzt weiß ich es, jetzt gehe ich das tun. Die erste Mal in 30 Jahren oder so etwas, dass ich aus dem Studio und, und Architektur gegangen bin. Und dann nur allein die Verhältnisse von der Menschheit gegenüber der Natur wollte ich mal fotografieren. Auch um Respekt zu fotografieren, mein Respekt für die Natur und unsere Hochmut abzustraffen. Abzustraffen, kann man sagen. Dass ich denke, ja, wer sind wir dann? Und wenn ich das Idee entwickelt hätte, dann noch keinen Monat danach fängt die Corona-Pandemie an. Und dann dachte ich, das ist auch Natur. Und jetzt lernen wir ein Lesche. Eine Lektion. Ja, die Menschheit lernt jetzt eine Lektion. Und von einem sehr kleinen Tier. Wie war die Erfahrung, aus dem Studio zu gehen, aus dem Raum zu gehen, in die Natur? War der Prozess, also der fotografische Prozess, ähnlich oder komplett anders? Ich finde es fabelhaft inspirierend, weil man kann nicht sagen, oh, das soll ein bisschen nach links und das soll ein bisschen nach rechts. Man kann nur Ausschnitte machen. Und hier ist der Ausschnitt nicht schön, nicht schön, nicht schön, fabelhaft. Und dann kann man etwas fotografieren. Nein. Und das finde ich super inspirierend. Und was ich auch sehr gut fand, ist, dass ich entdeckte, ich muss manchmal Sachen entdecken durch die Kamera, weil ich habe keine Intelligenz dafür ohne Kamera. Dann sieht man, dass Natur kein Emotion hat. Nichts. Es ist nicht schön, es ist nicht hübsch, es ist nichts. Es ist da. Und das fand ich super, super interessant. Für mein eigenes Gefühl auch. Es gibt zwar Verweise zur Romantik, also zur romantischen Malerei beispielsweise, aber es sind auch ganz eindeutige Bezüge zur Gegenwart da, durch die Props, die du benutzt. In deiner früheren Arbeit ist es sehr oft, dass du sehr stark ein Zeitalter oder eine Zeit rekreierst. Wieso hast du dich diesmal entschieden dafür, im Hier und Jetzt zu sein? Na, ich habe in 2018 in Palm Springs in Amerika fotografiert und das sollte ein bisschen noch eine Referenz haben an, lass mal sagen, die Mid-Century, so nennt man das in Amerika, in Stylung und Architektur. Aber dann war es Schluss. Dachte ich, jetzt will ich nur allein noch, auf die nächste Periode, will ich nur allein noch in mein heutige Zeit fotografieren. Weil man soll mal aufpassen,
für Wiederholung. Da bin ich noch niemals so toll darauf. Mhm. Und dass man in Klischee fotografiert. Mhm. Weil man kann dein eigenes Success, sagen wir sagen, wiederholen, mhm, bei das Gleiche zu machen. Mhm. Und da bin ich ein bisschen ängstlich davor. Und ich dachte auch, es ist jetzt Sache, um zu reden über unsere Zeit. Mhm. Weil in dieser Zeit sind die Probleme, die man fotografieren will. Roger, was für Emotionen hat diese neue Serie in dir ausgelöst, als du die Bilder dann gesehen hast? Ja, also ich bin ein großer Liebhaber der Malerei des 19. Jahrhunderts und es war für mich auch eine große, wunderbare Überraschung, diesen Prozess mitzuerleben, die erste Fahrt in die Berge gemeinsam und ihn zu erleben, wie er alles bestaunt hat und dann war ich auch einen Tag beim Shoot dabei, am Schachen hoch oben in eisige Kälte und das war wirklich beeindruckend zu sehen, was das alles bedeutet, um so einen Shoot zu realisieren. Das war für mich auch neu. Und wir hatten dann schon kleine Snapshots sehen dürfen und dann ist er zurückgegangen nach Amsterdam, hat dann im Studio gearbeitet und seitdem haben wir nichts gesehen. Und dann haben wir gedacht, ja, sie werden schwarz-weiß. Dann war ich erst mal, oh Gott, das wird schwarz-weiß. Und aber dann haben wir dann Fotos bekommen und auch am Katalog gearbeitet. Aber die Überraschung war wirklich überwältigend, als dann die Objekte gekommen sind. Das sind wirklich seine größten Arbeiten auch. Und das sieht man, die ganze Entwicklung der Ausstellung. Es fängt an mit einer ganz neuen Arbeit auch, April Fool zur Corona, zur Pandemie. Und dann ist es relativ chronologisch aufgebaut und endet dann mit dieser Im Wald-Serie. Und es ist wirklich sehr beeindruckend, vor diesen großen Fotografien zu stehen, die unglaublich fein modelliert sind, unglaublich reichhaltige diese Tonalitäten. Und ich musste wirklich sagen, das ist Historienmalerei, die da an der Wand hängt. Also das kann sich mit jedem Courbet oder Gemälde aus dem Musée d'Orsay messen. Und das ist das Spannende daran, diese Entwicklung in seiner Arbeit, die man jetzt sehr gut in der Ausstellung verfolgen kann, weil diese Geschichten, Historienmalerei ist ja Geschichten erzählen, die kommen in all seinen Arbeiten vor. Und es kulminiert jetzt in dieser Arbeit, in dieser Gruppe mit dieser eindeutigen Referenz ans 19. Jahrhundert, wie ist eine Landschaft komponiert, aber dann diese punktuelle, moderne Elemente und das sind dann die Menschen. Eine Frau trägt eine Burka, ein Bayer ist komplett tätowiert, ein anderer nimmt eine Handykamera und Foto und all diese Brüche, die ständig und auch in seinen älteren Arbeiten zu sehen sind, werden hier wieder aufgegriffen in einer ganz neuen Form und das ist wirklich für mich auch das Überzeugende an seiner Arbeit, dass er sich doch neu erfindet, aber sich auch treu bleibt und das ist sehr spannend zu sehen. Bei dem Bild mit dem Selfie-Stick habe ich wahnsinnig lachen müssen. Also das hat mich überrascht, dass ich auf einmal Humor finde in einem Bild. Weil der Rest der vorigen Bilder war schon sehr immer ernst. Ja, ja, ja. Und das hat mich sehr gefreut, dass ich... Aber das ist auch ernsthaft. Natürlich, man muss mal realisieren. Natürlich. Die Fotografie hat sich so geändert, dass man sagen, Haustown, Hauskarten und Küchenfotografie, so die Fotografie, die jeder macht. Das war, lass mal sagen, 15 Jahre her, da fotografiert man die Taj Mahal mit seiner Frau vor die Taj Mahal. Die Frau ist so, die Taj Mahal ist so. Heutzutage fotografiert man, das ist dein Gesicht und dies ist die Taj Mahal. Wir sind total fixiert
auf unsere eigene Identität und eigene Ego. Aber das ist so schief. Ja, und das wollte ich mal mit einem Witz deutlich machen. Weil die Baum. Ist dir sehr gut gelungen. Ja. Monika, gibt es noch Fragen? Ja, total viele. Ich bin gerade am Sortieren, weiß gar nicht, welche ich zuerst rauspicken soll. Also es sind sehr, sehr viele Fragen, viele Lob und Komplimente für den Film, für die Fotografie von dir, Erwin. Es gibt eine ganz große Frage, die hast du aber eigentlich auch schon ein bisschen beantwortet, die ist, Erwin, was oder wer inspiriert dich zu deiner Kunst? Das kann alles sein. Manchmal, ja, so ein die Gespräche, die wir gehabt haben, und dann, wir hatten schon geredet über die romantische Malerei, dann gehen wir ins Wald und dann kommt das Idee. Aber das kann auch sein, dass ich liebe schlechte Fernsehen, weil dann ist man auf der Bank, wie nennt man das? Auf der Couch. Auf der Couch und dann ist mein Kopf leer und dann plopp, dann kommt etwas. Es können auch die Zeitung sein. Ich bin doch noch ein bisschen ein Journalist. So jeden Morgen bin ich ein böser Mann mit die Zeitung. Und dann bekomme ich auch Ideen. Oder das kann oft auch eine Person sein, die mir etwas erzählt. Das waren die früheren Bilder, wenn in die 80er Jahre. Dann traf ich Menschen im Nachtleben und die erzählten mir etwas. Und dann dachte ich, oh, das ist ein schönes Unterwerf. Das will ich mal fotografieren in mein Studio. So, das ist sehr divers. Und man kann sitzen und dann denken, ein Buch und so alles. Ja, die nächste Frage geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Hat deine Erkrankung Einfluss genommen auf deine Arbeit oder hat sich deine Wahrnehmung geändert? Haben sich die Themen deiner Fotografien geändert? Ja, man kann das dramatisieren, das will ich nicht zu viel. Aber die emphysem, das ist natürlich eine Realität, dass man jeden Tag, jeden Moment kommt das vorbei. Jetzt sitze ich, aber wenn ich denke, oh, ich muss mal schnell nach die Toilette, dann ich schnell ist nicht mehr da. So, ich bin geändert von einem Marathonlaufer nach einem Rollstuhltanzer, lass mal sagen. So, das hat Einfluss auf dein Leben, aber ich finde all mit all, insgesamt, finde ich super positieve Einfluss. So, weil es hat mir auch vertieft, denke ich, und meine Arbeit und meine Persönlichkeit, war die Konfrontation mit die Sterblichkeit, soll man sagen. Ich weiß nicht, ob das. Dann weiß man auch, ich muss es jetzt tun. Das soll jedermann denken, wenn jetzt lebst du. Da gibt es kein, in meiner Meinung nach, kein Leben nach meinem Leben. So, ich muss es jetzt tun. Ich soll jetzt Qualität des Lebens finden. So, und auch in meiner Arbeit. So. Ist das auch ein Grund? Du inszenierst dich zunehmend selber auch in deinen Bilderserien. Manchmal ein bisschen zu viel. Manchmal erkennt man es auch nicht, also das oder nicht offensichtlich. Zum Beispiel in Berlin, quasi in der Berlin-Serie, sieht man dich nur von hinten. Was fasziniert dich an diesem Selbstporträt und auch an der Selbstinszenierung? Ja, das sind zwei Sachen. Es ist einfach, weil ich brauche kein Modell. Ne? Aber am wichtigsten ist, ich gebrauche es auch für ein bisschen für Therapie, um Frieden zu bekommen mit der Situation. So, lass mal sagen, ich habe ein Triptych gemacht mit, das heißt I wish, I am und I will be. Und das war, wenn ich 50, meine 50. Geburtstag. Und dann, das war die Zeit, dass ich richtig fühlte, mein Körper ändert sich. Es geht schief. Und in meiner Angst, bei meiner großen Angst, dachte ich, oh, das ist so, die Sauerstoffschlange in meiner Nase. Das finde ich schrecklich, um damit zu leben. Und dann habe ich, dachte ich, na, dann muss ich damit ein Bild machen. Und das Krankzinnige. Das Verrückte, Das Verrückte war, dass
von dem Moment, dass ich das in Kleidung, das ist in die erste Dokumentation, dann sieht man das, dann mache ich das in, für die Spiegel. Und dann fängt das Moment, dann fängt schon an die Akzeptation. So ist, ich brauche es zum Akzeptieren, was die Realität ist. Und deswegen mache ich ab und zu ein bisschen zu viel, denke ich, mehr Selbstporträts. Und das langweilt vielleicht viele Leute. Aber ich brauche es, um ja, ins Reine zu kommen mit meiner Realität. Und dieser Teil der Selbstinszenierung, also wie wichtig ist der für dich? Also dass du dich, es ist ja, das sind ja keine, wie soll ich sagen, Selbstporträts, die nackt sind, in dem Sinn, dass ich nicht, dass ich nur dein Gesicht sehe, sondern es ist ja auch immer was Performatives dabei oder oft. Was ist performativ? Performativ, like performative. Ah, ja, aber das ist doch alles in meiner Fotografie. Alles ist gelogen. das ist so fabelhaft, dass man das machen kann mit Fotografie. Du glaubst, was du siehst, aber es ist alles ist inszeniert und alles ist Performance. Also dieses Spiel, das Spielen? Das ist das Spiel. Okay. Das mache ich gerne mit meinen Beobachtern von meiner Arbeit. Mhm. Noch Fragen, Moni? Ja, ja. Füllhorn an Fragen. Die Komplimente an den Michi van Erp leiten wir, glaube ich, einfach direkt an ihn weiter. Die nächste Frage ist, Künstler wie Renzo Martins, White Cube, das ist ein Film, den wir auch im Programm haben, oder Ai Weiwei, haben in letzter Zeit Dokumentarfilme gedreht. Manchmal verwischt die Trennlinie zwischen bildender Kunst und dokumentarischem Erzählen. Gibt es für dich, Erwin, eine scharfe Trennlinie zwischen Kunst und Film? Du hast ja auch selber Filme gemacht. Nein, das ist ein Paket. Das kommt dann aus dem einen Kopf. So, ich denke, da ist ein großer Unterschied. Da ist ein großer Unterschied zwischen Auftrag und freie Arbeit. Aber wenn etwas freie Arbeit, wenn ein Film freie Arbeit ist, dann ist es freie Arbeit und das ist das Gleiche wie eine Fotografie, weil dann ist es nur allein die Technik, die anders ist. Das kann natürlich die Einheit beeinflussen, aber im General ist das dieselbe Emotion. Aber mit Auftrag, ein Auftragfilm oder Auftragfotografie ist immer anders. Das ist wieder, weil dann ist jemand anderer, der entscheidet, ob etwas gut ist oder nicht, weil er oder sie zahlt. Zwei verschiedene Fragen. Ich packe sie mal in eine. Es ist so eine Art Doppelfrage. Gibt es zum einen die Möglichkeit, dass du noch mal in der Kunsthalle bist, dass man dich in der Kunsthalle kennenlernen kann? Das ist die Frage von einer Zuschauerin. Wie? Ja. Wie? Ja. Morgen gibt es eine Preview, aber die Tickets sind leider schon vergeben, glaube ich. Aber wir planen im Sommer während der Pride Week auch noch einige Events zu organisieren, je nachdem, was dann erlaubt sein wird. Aber dann plant Erwin auch zu kommen. Folgen Sie uns auf der Website und da wird dann alles bekannt gegeben. Das wäre im Juli. Okay, genau. Ist notiert. Dann gibt es noch mal zwei Fragen zur Inspiration. Die eine Frage ist, gibt es eine Epoche in der bildenden Kunst, speziell in der Malerei, die Sie am meisten beeinflusst hat und noch beeinflusst? Vielleicht auch spezielle Maler oder Malerinnen? Nein, muss man sagen, das verschiebt sich doch in den Lauf der Zeit. Das war der goldene Jahrhundert in Holland für Inspiration, aber ich habe auch für eine Serie Berlin ja, ich bin immer sehr toll gewesen auf die Arbeit von Otto Dix und das Interbellum, was dann geschehen ist in der Malerei. Aber wie in der Serie Grief bin ich inspiriert bei Piet Mondrian für die Kompositions mit der Rahmen. So, nein, ich kann nicht sagen, dass ich jedemal eine Maler und... Aber natürlich, ich bin geboren und gewachsen in Holland. Und dann, ja, da hat man natürlich dann den ersten Besuch an ein Museum. Das ist oft für die Kinder Rijksmuseum.
Und für mich war das Selbstporträt, das kleine Selbstporträt, wo man auch ein wunderschön hat, hier in der Alte Pinakothek von Rembrandt, ja, als ein junger Mann. Das war für mich ja, richtig der Anfang, um Malerei zu sehen. Dass ich dachte, ah, aber das ist interessant, Gemälde. Ja, so. Ja. So, er hat ein klein bisschen spezieller Platz in meinem Herz. Wie denkst du über Malerei nach, wenn du über die Lichtsetzung zum Beispiel denkst? Ja. Ist das das Erste? Oder? Ich finde Lichtkomposition, weißt du, das ist super interessant in Malerei. Deswegen, ja, das kann sehr Richtung geben an was du willst in die Fotografie. Weil das kleine Selbstporträt von Rembrandt, das finde ich noch immer sehr interessant daran, dass sein Gesicht, hè, das Wichtigste in dat kleine Gemälde, ist in die Schatten. Ja, das ist contra, was man erwartet hè, zu tun. So, das gibt dann denke ich, na, wenn er das macht, dann kann ich das auch machen. Weißt du, so, es gibt Freiheit. Und das finde ich, dass oft in der Malerei, die Freiheit der Künstler, das gibt mir, ja, gibt mir Ideen und auch für das Licht. Und man kann alles machen, weil es fängt immer an, auch in Dokumentär, auch in Spielfilmen und so, mit Licht. Ja, wenn man ein Idee will visualisieren, dann muss man zuerst nachdenken auch über das Licht. Hast du noch Fragen? Ich habe so viele Fragen. Also ich auch, aber die Zuschauerinnen haben auch viele Lebensfragen. Eine ganz kurze Frage. Gibt es jemanden, den du gerne einmal fotografieren würdest? Eine Person? Das finde ich so schwierig. Das finde ich immer. Weil ich bin nicht so starstruck. Ich finde Berühmtheit sehr, sehr schwer, um mit umzugehen. Ich kann besser sagen, dass ich vielleicht interessiert bin in, ja, ja, nicht in Personen, aber lass mal sagen, jetzt bin ich ein bisschen, und dann denke ich darüber nach, ja, lass mal sagen, Royalty. Mhm. Weil ich hatte die Chance, in Holland unsere königliche Familien zu fotografieren. Und das gibt mir zu denken über das Phänomen, mhm, wie das geändert ist in die letzten Jahrhunderte. Und da wollte ich mal gerne ein bisschen weiter mitgehen. Aber es gibt nicht, oh, die Person oder die, oder Madonna oder weiß was. Das interessiert mich gar nicht. Lady Gaga. Eine Frage an Roger Liederin. Haben Sie viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, diese Ausstellung hier in München machen, ja, zu können? Denn Erwin ist ja noch nicht so sehr bekannt in Deutschland wie in Ja, Holland. Das war tatsächlich, ja, was heißt viel Überzeugungsarbeit, aber tatsächlich alle Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, nie gehört, wer ist das? Ein paar Leute aus der Fotowelt, ja, den kenne ich schon. Aber ich musste zunächst mein engeres Team, meine Kuratorinnen überzeugen. Ich hatte den Katalog und Bilder. Und ja, toll, aber warum sollen wir den zeigen? Also das sind dann schon Überzeugungsarbeit, die man leisten muss. Und wir haben auch einen Fachbeirat und so weiter. Und bei all denen, wer ist das? Warum zeigt ihr den? Und, ja, warum? Genau, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, die Erfahrung, das ist schon auch ganz wichtig, die Ausstellung vor Ort zu besuchen. Das Erlebnis in der Ausstellung in Den Haag hat mich wirklich ergriffen, vor diesen Werken zu stehen. Das wird nicht, wie toll der Katalog auch ist, das kommt nicht rüber. Die Abwechslung in Formate, in Medien, es gibt Screens mit Bewegtbilder, Moving Portraits, fotografierte Porträts, und jeder Raum bietet was komplett anderes. Und eine gute Ausstellung erzählt eine Geschichte. Und das passiert hier auch wieder. Wenn du den ganzen Parcours durchwanderst, dann bist du mehrere Welten durchwandert.
Und diese Erfahrung hatte ich in Den Haag, die kann ich nur aus eigener Überzeugung geben und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Meine Kollegen sind mitgegangen und dann haben wir uns entschieden, die Ausstellung zu machen. Ich bin sehr neugierig, wie sie hier ankommen wird, weil das weiß man auch nie, wie ein Projekt funktioniert. Es gibt regionale Unterschiede. Wir haben vor vielen Jahren mal eine Ausstellung zu Hammershøi gemacht, in Dänemark, unglaublich bekannter Maler. Die ist ganz okay gelaufen. Ich glaube, das war zu protestantisch, zu betrübt für hier in Bayern. Also ich weiß auch nicht, wie diese Arbeit von Erwin Olaf jetzt hier in München funktionieren wird. Also das wird eine große Überraschung für uns alle. Also jedes Projekt, das man macht, es ist immer ein bestimmtes Risiko dabei. Ich glaube an diese Ausstellung. Ich bin überzeugt, dass es richtig war. Ich hoffe allerdings auch, dass das Publikum ist auch gutiert und kommen wird und sich selbst überzeugen lässt. Erwin, vielleicht noch so eine kleine Frage zur Hängung. Also du hast unterschiedliche Formate beispielsweise. Wie entscheidest du das? Ist das Rhythmus? Ist das Gefühl? Alles ist Gefühl, denke ich. Und was man oft, ein bisschen ein Quest von mir ist, dass man oft hat Fotografiemuseum. Und ich bin ein bisschen gegen Fotografiemusea, weil dann ist es immer Foto, viele Fotos, viele Bilder, gleiches Format und das finde ich ein bisschen langweilig. Und ich finde es so interessant, dass die Technik, das ist Fotografie, das kann ich gut, weißt du. Aber wenn ich malen könnte, dann hatte ich gemalt. So, es ist nur allein der Tool, der Gerätschap. Das Werkzeug, ja. Das ist nur allein das Werkzeug. So, ich finde, das muss man sehen und dann denken, ja, so wie mit im Wald, das sind riesige, große Prints, weil die Möglichkeit ist heutzutage da, um sehr schöne Prints in Schwarz-Weiß zu machen. Aber ich wollte gerne die Emotion, die ich erfahren habe in die deutschen Alpen, und die wollte ich mal überbringen, dass man beeindruckt ist, dass man denkt, wer bin ich und was denke ich gegenüber der Natur, dass ich das Hochmutige, und das hoffe ich, dass man dann mitbekommt. Und aber das sind auch ist eine Print so klein in einer sehr speziellen, sehr schwierige Technik, das ist Carbon Print, Kohledruck. Aber das ist sehr delikat. Da soll man die Zeit nehmen, um ein kleines Diamant zu bestudieren. Weißt du? So und so will ich mal gerne damit umgehen, dass jeder Bild hat seine eigene Format. Und die Rahmung, die ja schon, du hast ja auch nicht den gleichen Rahmen auf jedem Bild. Nein, nicht jede, aber da bin ich auch an untersuchen, in den letzten Jahren ein bisschen mehr als in die anderen Jahre. Was kann man machen? Das ist sehr teuer oft. So muss man auch die Realität anschauen, dass man nicht alles machen kann. Und das soll auch transportiert werden und so etwas. So, aber ich will das, ja, jedes Projekt, jedes Serien hat seine eigene Atmosphäre, rahmenweise, soll man sagen. Und das zählt auch auf die Erfahrung. Und wir haben sehr lange auch diskutiert über die Farbe auf die Mauer. Ja. Und ich bin sehr großer Roger. Liebt Farbe und ich bin die letzten 10 Jahre, denke ich, nein, ich will akademisch weiß und dies ist ein bisschen gelb-weiß. Ja. Und dann die letzte Raum, das ist himmelblau und das hat eine Ziel. Genau. Das ist Zweck. Ja. Das ist Zweck. Ja. Zweck, ja. Zweck. Da habe ich eine super passende Frage dazu. Eine Zuschauerin fragt, als Kostümbildnerin interessiert mich, ob die Stylistinnen bei den Fotos freie Hand haben oder inwiefern du Vorgaben gibst, Farbe, Stil,
Oder ob die Stylistinnen freie Hand haben oder eben besser nicht freie Hand haben oder auch Make-up-Artists einbezogen werden. Ja. Ich bin angefangen in, lass mal sagen, 2004 mit einem Team zu arbeiten, mit wem ich jetzt noch arbeite. Und das sind alle Leute, zwei Frauen von der Filmwelt. Und dann hatte ich auch einen Set-Designer, Production-Designer, erst jetzt tot. Und Make-up-Artist, eine Frau. Und was ich mache oft, dann habe ich meine Idee, meine große Idee, lass mal sagen. Aber das ist ein Kontur. Das sehe ich so etwas in meinem Kopf. Aber ich weiß nicht genau alles. Aber das kann ein Farb sein, das kann ein Thema sein, das kann eine Emotion sein. Und dann kommen wir zusammen. Dann erzähle ich meine Idee. Oft habe ich schon einige, ja, ich kann nicht zeichnen, aber was man Telefondrudels, sagen wir. So Skizze, wie Kinder in den Kindergarten machen. Und dann gebe ich das. Und die sind sehr offen, weil ja, ich kann nicht zeichnen. So, ich kann auch nicht gut sagen, wie eine Jacke aussehen soll. Und dann gehen sie weg. Und dann kocht das Idee auch in die Köpfe von meinem Team. Und dann kommen sie zurück mit Vorschlägen. Und dann diskutieren wir darüber wieder. Und dann kommt oft, soll man sagen, ein Farbpalett daraus. Und dann ist noch immer sehr offen. Und dann gehe ich ins Casting. Das ist sehr wichtig, weil wer ist wem? Hè? Das ist sehr, sehr, sehr ein großes Unterteil von der Shooting. Und dann ändert sich alles wieder. Weil was ich nicht will, ist, dass man guckt nach Bildern, wohin man sieht, dass jemand angezogen ist durch den Stylist. Mhm. Es soll aussehen oder das Haar geschnitten ist durch der Make-up-Artist. Es soll aussehen, dass man denkt, dass das Modell oder die Akteur selbst gewählt hat, das zu tragen. Und darum arbeite ich am liebsten mit Leuten von der Filmwelt. Und die Frauen sind absolut großartig talentiert. Und sie haben auch hunderte Schuhe, die schlecht aussehen, so nicht neu sind. Das ist immer eine Witz, die wir haben. Haben sie noch Schuhe, die abgetragen sind? Aber das gibt auch Emotion, weißt du? Oder Socken, die nicht gut sind. Oder ein Haarschnitt, der ein bisschen zu kurz ist. Oder so etwas. Weil wir wollen richtige, echte Leute kreieren. Also der Bruch ist wichtig. Absolut, am wichtigsten. Weil wenn man nach einer perfekten, hundertprozentig perfekten Welt schaut, das ist langweilig. Und dass die Maschine in ihrem Kopf, so mal, ich muss das anschalten. Ja, dass sie gucken nach einem Bild von mir und dann müssen sie anfangen mit Denken und mit dem Dialog. Und nicht denken, oh, er meint das. Nächste. Nein, was meint er? Ich weiß oft selber nicht, was ich meine. Du hast gerade den Casting-Prozess erwähnt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen darüber sprechen. Ja. Das geht oft so, das denke ich, dies ist fabelhaft für ein, lass mal sagen, ein blondes Mädchen mit weißer Haar oder so etwas, 14 Jahre alt. Dann bekommt man hunderte Bilder von Model Agencies, Casting Agencies, so werden wir. Wir machen sehr weit, sehr viel. Und dann allen blond. Nein, 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 nein. Und dann ist ein bisschen zu alt, ein bisschen rothaarig oder voll mit Tattoos. Und dann denke ich, aber das ist die Lösung für mein Problem. Weil ich will nicht bekommen, was ich schon weiß. Ich will etwas vorgestellt bekommen, was ich noch nicht weiß.
Das macht das interessant. Und dann bekommt das die Geschichte ja echt, lass mal sagen, dass es nicht stimmt. Das finde ich an Casting am wichtigsten. Macht es dir Spaß, dieses Geheimnis dann zu erforschen? Ja, das ist das Beste. Und dann das Moment im Set. Dann kommen alle Elemente zusammen. Und du hast eine Überlegung am Montag, Mittwoch, Freitag. Und da hast du entschieden, dies, das und das. Aber dann kommt es zusammen. Und das ist das wichtigste Moment. Und dann warte ich auf das richtige Moment. Und das ist der Blick in die Augen oder das Körper, das anders ist, dann ich geträumt habe. Oder man versteht mich nicht gut, weil ich habe nicht gut erklärt, was ich will. So, man dreht sich um und dann denkt, oh, aber das ist es. Und dann klick, klick, klick. Also obwohl deine Bilder sehr komponiert sind, sehr artifiziell oft sind, benutzt du auch so dokumentarische Momente oder den Zufall? Immer Zufall. Da wartet man auf. Und ich soll verliebt werden auf die Personen. Wenn ich, und sie auf mir. Das ist eine platonische Liebe, aber das kann auch nur eine Minute sein, aber es muss geschehen. Weil sonst macht man kein gutes Bild. Dann ist es, dann ist es Plastik. Und da soll etwas geschehen und ich warte immer auf das Moment, das nicht gut ist oder dass etwas geschieht, das ich nicht geträumt habe. Ich habe zwei Fragen, die nochmal zurück zum Film Erwin Olaf, The Legacy führen, die verbunden sind mit einem großen Kompliment, sowohl an dich als auch an Michi van Erp. Eine Zuseherin schreibt, ich bin sehr berührt von diesem Film, den ganzen Emotionen, die Erwin vor der Kamera gezeigt hat und die der Filmemacher verstanden hat einzufangen. Und eine andere schreibt, Erwin, in deiner Kunst und in deinen Selbstporträts hast du sehr viel mehr Kontrolle über die Darstellung von dir selber. Wie war es für dich, diese Kontrolle ein Stück weit aufzugeben und dem Regisseur Michi van Erp zu überlassen? Und danke in jedem Fall für diesen Mut, auch deine verletzliche Seite zu zeigen. Das war einfach, weil ich ihn schon kannte. Mhm. Und ich denke, meine Manager und ich, Shirley, wir denken viel nach und wir reden viel darüber. Aber wenn man Ja sagt, dann sage ich hundertprozentig Ja. Dann finde ich es nicht schlecht und dann ist es fein, um die Kontrolle wegzugeben, weil dann kann ich auch ein bisschen faul sein, wenn man keine Kontrolle hat. Ja? Und sondern bekommt man kein gutes Dokumentär. In Anfang Jahre 90 war ich gefragt, um einen Dokumentär zu regisseren von einer Artistin, einer Sängerin. Und dann war ich jedes Mal, nein, jetzt nicht in die Kleidungszimmer, weißt du, nein, jetzt nicht. Und dann nach drei Tagen dachte ich, fuck you. Und dann bin ich zu Hause gegangen. Nein, ich habe gesagt, dass ich überspannen was. Nochmal eine andere Frage. Du sprichst davon, was du vorhin erzählt hast, dass wir sehr fokussiert sind auf uns selber. Aber siehst du auf der anderen Seite auch nicht viele gesellschaftliche Bewegungen, die auf das Wir fokussiert sind, also nicht auf das Einzelne, sondern auf das Wir? Und sieht man das auch in der Fotografie? Aber natürlich. Das geschehen so viele positive Sachen von den Menschen. Aber das ist niemals so interessant, um das zu fotografieren, die Positivität. Nein, aber ich generalisiere natürlich. Aber es ist doch ein bisschen eine Tendenz, dass ich rede jetzt über die Fotografie und wie die geändert ist. Und das, man sieht nicht mehr die Taj Mahal, aber man sieht einen Kopf und dann ein bisschen Taj Mahal. Und das ist doch, muss man zugeben, das ist jetzt, 75% von aller Fotografie, die man auf Internet anschauen kann.
Ich glaube, ich bin fertig. Okay. Wenn ich jetzt nicht irgendeine übersehen habe, dann habe ich alle und dann darfst du. Dann das Schlusswort, die Schlussfrage. Ich habe noch zwei Fragen. Einmal, was fasziniert dich an dieser Zwischenform Fotografie und Bewegtbild? Also du hast ein paar Arbeiten, ja, zum Beispiel diese Moving Portraits oder auch die Arbeit Life for Mom, also die du in Erinnerung an deine Mutter gemacht hast, ja, die ja weder Film noch Fotografie sind. Was ist da der spannende Moment? Das Interessante ist, um zu untersuchen, wo Fotografie stoppt und Film anfängt und wo Film stoppt und Fotografie anfängt. Also mit die Moving Portraits. Das ist inspiriert, wenn ich in Shanghai war und dann war ich in einem Taxi und dann sieht man, dass die traditionelle kommerzielle Fotografie, Werbefotografie, sich total ändert jetzt auf dieses Moment. Und in Shanghai, das ist ein Avantgarde darin, dass man nur allein noch bewegende Billboards, kauf mein Produkt, und das wiederholt sich jede 10 Sekunden. Und dann dachte ich, das ist fabelhaft, das ist ein Bild, aber das ist auch ein Film, so das ist interessant, um mit zu arbeiten. Und dann auch das Phänomen Morphing, man morpht eine Foto nach die andere. Das hat das Idee von Bewegung, das ist interessant. Und so ein Bild, die For Mom, das ist eine Referenz an die traditionelle Stillleben in Malerei. Aber das kann man in Fotografie machen, aber das kann man auch in Slow Motion oder Stop Motion Film machen. Das sind Untersuche. Aber ich glaube, es geht auch weiter, weil er arbeitet sehr viel in Serien. Also ein Thema, Grief, und das sind dann 10, 15 Fotos und noch ein Film dazu. Also es ist das Erzählerische seiner Arbeit. Jede Szene steht für sich, aber man kann auch Dialogen zwischen den verschiedenen Bildern machen. Aber jeder Betrachter muss diese Geschichten selbst irgendwie erfinden. Aber ich glaube, das es erklärt, ohne zu erklären. Richtig. Ne? Ja. Aber dieser Sprung von stilles Bild zum bewegten Bild geht auch von Foto zu Foto innerhalb einer Serie. Also das ist sehr interessant, das auch in der Ausstellung so zu erleben. Es hat ja sehr oft eine filmische Qualität, also obwohl es Stills sind. Ich bin sehr inspiriert bei dem Movie, der Film. Das wäre natürlich meine Frage. Also was ist das? Was ist der Einfluss oder wie hat dich Kino beeinflusst? Na, wenn ich mein Elternhaus verlassen hatte und ich in Utrecht studierte, dann war ich ja manchmal allein, weil man kennt niemand. Und dann bin ich oft ins Kino gegangen. Und dann war ich, ja, das ist ein Traumwelt. Und dann bekommt man Emotionen und das hat so inspiriert, dass ich sie Anfang 80er Jahre, Ende 70er Jahre, aber habe ich alle Italiener und die Neue Deutsche Welle und ein spanische Film gesehen. Das ist alles in meinen Kopf gegangen. Und jetzt habe ich noch immer, profitiere ich das noch immer von. Dass man kann so viel Emotion aufrufen mit Kino, ins Kino. Und das finde ich noch immer ein Brunnen. Brunnen? Ein Brunnen. Ja, Quelle. Eine Quelle, genau, eine Quelle. Ja, eine Quelle. Das ist ein wunderbares Schlusswort, ein Plädoyer fürs Kino. Ja, ja. Wir hoffen bald, dass wir auch wieder die Filme im Kino sehen können. Ja. Wenn ihr, liebes Publikum, noch Fragen habt ans Filmteam, könnt ihr die über die Webseite unter den Link Post ans Filmteam stellen. Ihr könnt auch für den Film Erwin Olaf, The Legacy, eure Stimme abgeben, wenn ihr ihn sehr gemocht habt, und zwar für den Kino-Publikumspreis, gestiftet von BR und Dreisat. Das ist auch auf der Homepage möglich. Vielen Dank, Moni. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und danke. Sie können Erwin Olaf, The Legacy, noch bis zum 23. Mai online sehen. Und die Ausstellung Erwin Olaf unheimlich schön läuft bis zum 26. September. Vielen Dank fürs Zuschauen.